Also, guten Abend allerseits. Ich grüße alle Chemnitzer Fäden, Freunde, Sympathisanten und Neugierige zu unserer letzten Veranstaltung diesem Jahr. Ja, ich bedanke mich auch bei denen, die sich bemüht haben zumindest, dass der Kreis sich etwas vergrößert. In dem Zusammenhang muss ich es leider auch mal erwähnen, was wir schon hatten, diesmal im öffentlichen Bereich. Ich hatte Ihnen auch am Montag in Chemnitz zur Demo ausdrücklich gebeten, die Veranstaltung durchzusagen. Ich habe auch gesagt, ich mache es selber, wenn ihr es nicht macht. Nein, 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 machen wir. Ja, und das Übliche dann, es war nicht. Ja, gemacht haben sie es am Ende irgendwo, haben sie es, wo wir auf der Brückenstraße waren. Die Hälfte dann schon hier. Haben sie es, ja. Das müsst ihr ordentlich machen und sowas, das geht nicht irgendwie so. Das letzte Mal, da hatten sie keine Zeit für die halbe Minute, das ist ja nicht mehr. Datum und so weiter. Ja, will ich jetzt nicht weiter fortfahren. Ja, zum heutigen Thema werden wir schauen, was ich da euch zumuten will. Und ja, ich glaube, das ist ja was. Ja. Das ist das, was wir mit permanent erleben müssen. Ja, jetzt hat sich was hier nochmal. Bei denen, da kommt auch wahrscheinlich. Das ist schon der Computer, eine Macke schon bei denen. Energie durch Biomasse. Und wir können vergleichen. Einst hier wollten Ideologen ihre gute Welt und scheiterten. Die Ideologen sind längst wieder zurück. Ja. Wir kennen zwei Systeme. Ja, aufgemerkt. Eine unserer üblichen Standardfolien, die wir immer haben, Überblick statt Tunnelblick. Es leben immer noch zu viele im Tunnelblick. Und ich habe heute mal eine etwas andere Folie. Hat man auch schon vor Jahren immer hin und wieder, weil der Blick auf den Atlas ist wirklich hilfreich, um ein bisschen das einzuordnen, was läuft hier, beziehungsweise was wird uns glaubhaft gemacht. Und dann nochmal ein bisschen zur Wiederholung. Der dunkelgrüne Bereich, das ist die arabische Welt. Ich will es nochmal deutlich sagen. Und die ist komplett islamisch. Im Gegensatz zu der zur Mittelasien, das ist der Iran, das ist nämlich mal früher Persien. Die sind auch islamisch, aber sind keine Freunde. Und auch nicht vergessen die Türkei, die einstmals das Osmanische Reich war, auch zum islamischen Kulturkreis, vielleicht leicht gemäßigt, aber das ist auch stark zurückgegangen. Und in dem Zusammenhang natürlich auch uns bewusst zu machen, dass diese arabische Welt sich über zwei Kontinente hinwegzieht. Das ist nämlich Afrika und das ist Asien. Auch gerne hin und wieder mal unter dem Begriff, wie wir es in der Schule auch mal kennengelernt haben, Vorderasien. Ja, wir haben ja einmal Europa. Dann haben wir hier Afrika. Das hat nämlich auch seine Bedeutung, dass ich das heute hier so mal benenne, wie ihr dann auch gleich sehen werdet. So, und dann kommt, so dass ich sage jetzt mal das Epizentrum, was ja nun wieder ganz aktuell ist, mit Israel. Und hier habe ich mal auch mal die Region mal rot mit diesen Linien mal rot eingerahmt. Das sind alles diese Übergangslinien. Muss man sich auch ein bisschen vorstellen, das sind alles sehr viele Völkerschaften, die nicht sesshaft sind. Und dann geht das über in den zum Teil, da ist ein bisschen Christentum, dann sind einheimische Religionen oder wie auch immer. Und ich war neben dem, das sind eigentlich die drei Punkte, wo ich das selbst eigentlich hier noch zugebracht habe, das ist immer Syrien, Ägypten und dann auch Äthiopien. Und wir hatten dort als DDR damals eine ziemlich große Baustelle. Und die ganzen Konflikte, die laufen dort hin und her und her und hin bewegen, wir haben dort das ganze Camp und die Baustelle war ziemlich groß, war da ein paar große Werkhallen. Das war mit Wachposten besetzt. Ja, also das war auch dort nicht so ganz ohne. Nicht jedermanns Geschmack, aber es ging gut, es ist eigentlich kaum was passiert, ich glaube zwei Frauen haben sie auf dem Feld dort erschossen.
Aber ansonsten, ja, und natürlich dort werden auch Ausgangsbegrenzungen, beziehungsweise es durfte auch nicht nachts hier die von der Hauptstadt dorthin irgendwelche Fahrten nachts, da durfte nicht gefahren werden und so weiter. Das ist alles sehr bröselig und es geht auch dort her und hin. Und das muss man auch ein bisschen verstehen, um das zu verstehen, was ich euch heute versuche, einmal näher zu bringen. So, also das, wie gesagt, das ist der arabische Teil. Aber das ist eben noch nicht der ganz islamische Teil. Da kommt ja dann auch nach Indonesien, Äthiopien, Afghanistan, das lasse ich heute weg. Wir wollen es mal ein bisschen vor allen Dingen diesen vorderen Teil etwas näher. Der unterscheidet sich noch ein bisschen gegenüber zum Beispiel den Nahen Osten wie Syrien. Ein kleines bisschen. So, das sind vor allen Dingen die Länder Marokko, Tunesien, Algerien, Libyen, Ägypten. Diese Länder sind das vordergründig. So, und dann haben wir natürlich. Und das andere, was wir auch gemeinhin als Nahe Osten und, bezeichnen, das ist dann auch, oder auch Vorderasien, das ist ziemlich das Gleiche. Und dann durch der Ferne Osten, das kennt ihr auch so aus dem allgemeinen Sprachgebrauch oder ja, im öffentlichen. So, daraus kommt heute mein heutiger Vortrag. Eine andere hat sie auch wahrgenommen. Und der Vortrag heißt Verbranntes Holz. Ursprünglich sollte das einen ganz anderen Titel bekommen, nämlich wollte ich mich mal mit dem etwas heiklen Begriff des sogenannten Rassismus beschäftigen, bis mir dann dieser Vortrag oder diese Sendung von Arte über den Weg gelaufen ist. Das ist schon fast wieder ein knappes Jahr her. Und das heißt auch so, gefrorene Frau im tunesischen Frühling. So. Und das, um die geht's hier. So, ich hatte eine, und das habe ich wirklich hier übernommen. Ich hatte eine Klassenlehrerin, die mich ganz nach hinten gesetzt und mich geohrfeigt hat. Also nochmal hier dieser. Ein Lehrer hat mich nie bei meinem Namen genannt, Gefreude Bionus, das klingt ja französisch, wollen wir mal außen vor lassen. Er nannte mich immer verbranntes Holz. Und das ist nun, und so habe ich das dann auch dort kennengelernt. Und dort ist logisch der abgrundtiefe Rassismus. Und das ist es dann. Ja, das ist also schon, wo die dann handgreiflich werden in der Schule. Und dann in deren. Das hat man schon mal in einer etwas anderen Form, nämlich Islam und Sklaverei. Das spielt dort alles ineinander rein. Hat man schon mal vor einigen Jahren. Und dass die ja herkommen, und das, oder uns wird es von unseren eigentlich, nicht von denen. Für die sind die schwarzen Menschen zweiter Klasse. Da sind wir harmlos dagegen, gibt es ja auch bei uns, sind wir auch so ehrlich. Ne? So, die sind nicht gerade hoch angesehen, wenn wir es mal so sagen, gibt es ja auch. Aber dort unten, das hat eine ganz andere Dimension. Weil uns ist immer hier so, ne? Die kommen ja her und die Armen und so weiter, die sind kein Welt besser. Ne? Im Gegenteil, die landen nach unten hin noch stärker zu und brutaler. Wie ich will es ja an dem Beispiel benennen, als wir das hier so überhaupt unter, sage ich mal, europäisch-zivilisatorischen Verhältnissen kennen. So, da bringt der Spiegel fertig. Schwarze Menschen gehen selten in den Wald, weil sie sich dort nicht sicher fühlen. Sie sollen einen geschützten Raum bieten, frei von Rassismus. Die Organisation Emboga richtet sich gegen Outdoor-Camps aus, besonders Outdoor-Camps aus. Hier sagt der Gründer Anthony de Ozut, ne, wieso es mehr Angebote für schwarze Kinder und Jugendliche geben sollte. Muss ich mal vorstellen. Ne? Also, wer denkt, das ist auch eine der Mentalitäten in allen beiden, die lauthals beklagen oder vermeintliche Benachteiligung, selber aber nicht kein Deut anders sind. Kein Deut, im Gegenteil. Ne? Die drehen das Ganze rum. Das Einzige, wo die eine ganz feine Nase haben, wo sie Unterstützung kriegen, das ist von hier. Und den dort unten, da kriegt sie einen Hintergetreten. Das ist ja auch nicht unter Realität. So, das ist auch, was ich dort unten die Erfahrung machen musste. Sobald du denen entgegenkommst, sobald du nur einen kleinen Finger gibst, haben die gleich die ganze Hand. Und werden neue Forderungen gestellt und fühlen sich wieder diskriminiert und das und dies und jenes. Sicherlich ist das mit dem Thema Rassismus eine eigenwillige Geschichte. Kommen wir ja gleich noch weiter ein. Und da bin ich einmal hier drauf gekommen. Ich habe das mal rausgenommen.
Da merken wir auch schon, wie das ideologisch zurechtgebastelt worden ist. Das ist also ja von dieser Internetplattform Wie geht mit die Kind? Wikipedia. Ich will es euch mal, Rasse ist eine, geht schon los, umstrittene. Da beginnt das ja schon. Das ist eine umstrittene Bezeichnung für eine Gruppe von Individuen in der gleichen Tierart, die anhand der einen, geht schon Tierart. Die Menschen sind ja nur immer Lebewesen, das grenzt sich schon aus. Das muss alles hier ein bisschen ideologisch zeitgemäß zurechtgebastelt werden. So, klasse, fallen mit der Abgrenzung zu einer bestimmten Rasse wird oft eine direkte genetische Abstammungslinie aller Gruppenmitglieder unterstellt. So, auch schon sehr zweifelhaft. Seit jeher unscharf, da geht's schon weiter, seit jeher unscharf definiert, wurde der Ausdruck Rasse früher auf allen möglichen Ebenen angewendet. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts fand eine Festlegung auf subspezifische Gruppen statt, unterhalb der Ebene. Aber damit wurde Rasse weitgehend synonym zur Bezeichnung Unterart. In der Biologie wird die Bezeichnung etwa seit Beginn der 1970er Jahre vermieden. Da gehen wir ja weit mit. Von Rassen wird nur noch im Zusammenhang mit der Tierzucht gesprochen, die absichtlich eigene Population bestimmten Merkmalen züchtet. Also, wie gesagt, das ist ja durch, es war von den verschiedenen, es kommt ja gleich das nächste, von den Verschiedenheiten, die nun mal unterschiedliche Prägung haben, auf die kommen wir gleich, ist natürlich auch dann die Verwendung oder sagen wir mal, sind auch die Stärken oder die Unterschiede natürlich auch logisch. Ne? Ein Pony kannst du nicht mal näher von einem Pferdefuhrwerk spannen. Aber das wird ja alles sehr, sehr. Ich kenne auch noch, dass es in der DDR war es ja auch so, da wurde das, die Klassenfahrer zur Rassen, eine Rassenfahrer zur Klassenfahrer hochstilisiert, vielleicht könnte ich einen daran erinnern. Ne? So. Und das geht dann heute, da könnte man ja sagen, naja gut, es war so, bis heute wird das hochstilisiert bis zum Zigeunerschnitzel. Ne? Also das zieht sich jetzt in Ausmaßen durch. Und Lumumba gibt es mehr. Lumumba gibt es nicht mehr. In Zusammenhang mit der Tierzucht. So, dann will ich das mal Ursachen verschiedener Kategorien von Lebewesen, die Rassen, Arten und so weiter. Direkte Eingriffe des Menschen wie Medizin, Züchtung und Ideologie. Das wollen wir nicht vergessen. Unterschiedliche Bedingungen auf der Welt. Klima, Vegetation, Jahreszeit. Das wird das Klima ist wieder schuld. Ich habe das ja auch erst später, man kommt dann erst viel später drauf durch eigenes Erleben. Und zwar speziell in Äthiopien. Das war ziemlich Äquatornähe. Und die Schwarzen da unten, die haben so eine gleichförmige Art. So, ja. Naja, gut. Aber wenn man dann lange Zeit oder über Monate dort ist, dann wird einem das bewusst, die Gleichförmigkeit des Tages. Der Tag und die Nacht, was bei uns auch die zwei Tageshälften, sind gleich lang, fast gleich lang. Dann kommt Trockenheit oder eine relative Trockenheit, unterschiedlich, und dann wieder Regenzeiten, das war's. Das sieht bei uns ja völlig anders aus. Wir haben vier Jahreszeiten mit sehr unterschiedlichen Temperaturen und auch Luftfeuchtigkeit und so weiter. Und dieser permanente Wechsel bringt natürlich ganz andere Verhaltensweisen mit sich. Und das geht ja über Jahrhunderte, das sind ja Entwicklungen über Jahrhunderte, zum Teil Jahrtausende. Das, wenn der Bauer im Frühjahr vergisst auszusäen oder es funktioniert nicht, dann guckt er im Herbst in die Röhre. Da hat es ja Hungersnöte gegeben. Das muss man alles mal in der Entwicklung sehen. Das hat ja nicht mit Gut und mit Böse zu tun. Das hat erstmal was damit zu tun, mit den Realitäten. Das wissen wir auch, wo das alles hingeführt hat, im DDR-Staat, die Realitäten weitestgehend negiert haben oder runtergespielt. Allerdings hier, dass es Ausmaße angenommen, die selbst das zum Teil schon in Schatten stellen. Ja, aber wo es hinführt, wissen wir alle. Und es wird auch noch, das Thema wird hier härter durchschlagen, fragt sich bloß wann. Weil ich mich nun mal den Realitäten dieser Welt nicht entziehen kann. Es ist so, wie es ist. Ne? Das hat nicht mit zu tun, dass ich das an die große Glocke hängen muss oder zu irgendwelchen anderen Dingen, da kommen wir auch gleich drauf. So, die Ursache dieser Unterschiede, ich will sagen, Entstehung von Jahreszeiten, ne? Auf der Erde und ändert sich die Intensität, Dauer und Winkel des Einsatzes von Sonnenlicht in einem geografischen Ort im Laufe eines Jahres. Die Veränderungen sind
Äquatornah gering, zu den Polen hin stärker ausgeprägt. Also wir sind am Rande der Pole eigentlich schon, ja, unser Nordhalbkugel ziemlich weit oben. Und damit ist das natürlich, dass auch die Ausprägung stärker, viel stärker als dort. Und damit bringt das auch unseren Laufen wieder in diesen Rhythmus. Das mag man vielleicht als unangenehm empfinden, jetzt könnte die Scheiße auch sein, wird kalt. Und aber trotzdem, der Wechsel von dem einen immer wieder zum anderen, das geht weiter unsere Bekleidung los und vieles andere mehr, bringt laufend eben uns in Bewegung, oder hält uns in Bewegung. Dort unten, ne. Da wird das erstmal klar, wenn man das erlebt, warum das so ist. Und so sich, sie wiederholen sich als jahreszeitliche Schwankungen nach dem Umlauf der Erde um die Sonne, einstimmend für die verschiedenen Regionen der Erde erlebbaren Jahreszeit ist nicht der Abstand von der Sonne, sondern die Lage der Rotationsachse der Erde relativ zur Ebene ihrer Umlaufbahn. Also hier ist das noch einmal so. So, und aus Grund dieser Verschiedenheiten kommt es natürlich zu entsprechenden Anpassungen, auch Fähigkeiten und natürlich Verhaltensweisen, was auch normal ist. Und das erzeugt auch unter den Menschen, den Unterschieden der Menschen über unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und das führt natürlich auch zur Vererbung über Jahrhunderte, Jahrtausende. In solchen Größenordnungen muss man das sehen, wo sich die Unterschiede herausgebildet haben. Aus Unterschieden entstehen verschiedene Interessen. Aus verschiedenen Interessen logischerweise entstehen Konflikte. Konflikte gesteigert durch die Bevölkerungsexplosion. Bringe ich heute nicht wieder. Haben wir oft gehabt. Wäre es auch dem immer noch mal bringen. Aber das heizt das Ganze natürlich nochmal an. Mehr Menschen, mehr Interessen, mehr Konflikte. Auch eine einfache Geschichte. Im Mittelalter könnte es keine Weltkriege geben, weil gar keine Menschen dazu da waren. Eine einfache Kiste. Ne? Und wir wissen ja, dass die Vermehrung immer weiter anhält. Und das schürt die Konflikte noch mehr. Aus Konflikten werden Ideologien. Das ist die nächste Folgerung. Aus Ideologien und auch Religion, lassen wir mal außen vor, was ist, entspricht Anspruchsdenken, weil die so sind, deswegen sind wir besser oder nicht besser und so weiter. Aus Anspruchsdenken entspricht Machtdenken. Aus Machtdenken entspricht die Beherrschung. Aus Beherrschung entstehen Herrschende, beherrschte Obrigkeit, Untertanen und so weiter. Und daraus kommen Auseinandersetzungen, Kriege bis hin zu den Verbrechen. Ich gehe ja weit noch mit, dass man dort den Ball versucht flach zu halten, weil nach den Nationalsozialisten das Ganze in ihre Rassentheorien gebracht wurde. Wobei es da auch wie in Sauerbruch, wir haben auch schon, glaube ich mal hier, als einer der führenden Mediziner der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, dass der sehr stark in dieser Rassentheorie aktiviert war oder schon kräftig mitgezogen hat. Das hat man noch sehr wirklich niedrig. Aber was sind erstmal Tatsachen? Erstmal Fakten. Wie ich damit umgehe, das ist eine andere Frage. Und sicherlich ist da sehr viel machbar, wie wir das in Leid immer wieder erlebt haben und erleben müssen. So. Wie löse ich das eventuell oder wie kann man das lösen? Das haben wir alle mal erlebt. Die haben das eleganter gelöst. Kann man reden, wie man wollen. Die haben ihre Freundschaftsdinger gemacht, mal dort und mal da und das allgemein hochgejubelt. Aber die Konflikte, die haben sich vom Halse gehalten. So viel wussten sie, wenn sie sich ins eigene Land holen. Während die hier die große Freiheit proklamiert, wo es hinführt, wissen wir gar nicht. So, dann haben wir dann mal einen von diesen Spätzen vom Fußvolk, die das nur ausführen. Das ist die Berliner Zeitung. Flüchtlingshelfer bestimmt Deutsche als Weißbrot. Das sind wir beim Rassismus wieder. Ne? Warum? Da fährt einer zur See, um Menschenleben zu retten. Das ist merkwürdig. Dann aber sagt er, es geht ihm eigentlich um ein anderes Deutschland, in dem es keine Weißbrote mehr gibt. Auch für Menschen auf der Flucht müssen sich diese Äußerung merkwürdig anhören. Rettet Steyer die Flüchtlinge und Migranten nur, um seine Abneigung gegen Deutschland auszuleben. Die Flüchtlingshelfer auf dem Boden im Mittelmeer genießen hohes Ansehen und bekommen viele Spenden.
Sie werden von den Kirsch unterstützt. Hatten wir schon einmal? Warum auch? Weil das ja zweifelhaft ist, was hier dieser, dass der Bild einen Knick in der Birne hat, das kann man schon auf dem Bild sehen. Aber das sind eben, ja. Und? Du ist das, das mit dem ganzen so. Karstadt in Franken, Weihnachtsmarkt öffnet mit Muezzinruf. Ne? Da sind wir dann schon beim, im Nachspiel. Das ist ja das, was im Söge dann mitkommt. Zuerst musst du diese Ideologie oder das alles entsprechend aufbereiten, wie wir das die ganzen letzten Jahre gesehen haben. Und die haben da eine ganz feine Nase. Das kann ich jedem sagen. Wissen die ganz genau. Sind viel, viel. So werden hier oder sich denken, sind die Größten dieser Welt und die Naiven, die denken, die kriegen auf die Schulter und geklopft, wie gut wir da sind. Nee. Die werden immer und immer mehr nehmen und immer mehr holen und sich dort, ich sag mal bewusst, locker unter Nagel lassen. In Karschall, eine beschauliche Stätte in Franken, fand am 26. November der Andreasmarkt statt, der einen Besucher in diesem Jahr den Islam näher bringen soll. Ja, das muss ich, so weit ist das jetzt. Ja? Unter dem Motto Orient trifft Occident. Es wird wieder viel Backpapier, viel Buntpapier und viele Schleifen drum gemacht. Damit eigentlich, die sehen das völlig anders. Und eins muss man auch deutlich sagen, das Problem sind nicht die. Das Problem sind wir. Wir sind das Problem. Die nehmen sich, was sie kriegen können. Und viele naiv sind. So. Unter, wie gesagt, örtliche Moscheeverbände, einzig der unter türkischer Kontrolle stehen, die dem Moschee das Zepter. Ein Muezzin eröffnet den Markt mit lautstarkem islamischen Gebetsgesang über Lautsprecher. Ja, wie das muss ich euch ja keinen Ton von uns geben. Also, wir wollen sie irgendwie restlos verderben. Ne? So. So, dann hoffen wir, dass es uns gelingt, oder vielleicht als kleinen Schritt des Fortschritts die Ampel zu knacken. Aber damit große Änderungen zu erhoffen, das wird sich wohl. Ich denke, dieser Illusion unterliegen wir nicht mehr. Und bei diesem Gedanke werden wir dann auch uns im kommenden Jahr wiedersehen. Die Chemnitzer Fäden binden wieder zusammen. Und zwar diesmal ausdrücklich am 11., also nicht der 1., sondern der 2. Das wäre dann gleich ein bisschen anschließend an die neue Feiertage und das wäre dann vielleicht doch ein bisschen zu kurz gegriffen. Und so werden wir es wieder mal in der Reihe Demokratie direkt. Ich habe noch einiges dazu zu sagen, unerschöpflich. Und in dem Sinne wünsche ich uns euch allen ein frohes neues Jahr. Und eigentlich ein Weihnachtsmann. Ja, wünschen besinnliche Festtage. Und damit denke ich, dass wir uns dann im neuen Jahr wiederzusehen. Gesund. Und ja, bis dahin wünsche ich euch gute Feiertage und danke euch fürs Kommen.